Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims Tiergeschichten. Ich habe jetzt mal die Sachen hier ausgetauscht und dann gucken wir mal gleich, ob es geklappt hat. Moment, einmal hier abspülen und dann benutze identifiziertes Gemälde. Oh, mein TV ist kaputt. Habe ich gerade erst bemerkt. Ups, macht nichts. Gucken wir mal, ob es geklappt hat. Und ja, okay. Nicht alle. Das Bild ist zu groß und kann nicht angezeigt werden. Okay, nicht alles hat geklappt. Wir haben hier einmal Layla. Tekna, die ist ein bisschen. Ach, guck mal, wir können auch hier entscheiden jetzt, wie wir das haben wollen. Okay, wir haben hier Raven Queen. Skeletia. Wie hießen die nochmal? Weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass sie die Tochter vom Grim Reaper war. Also vom Tod. Dann haben wir hier Laguna. Dann haben wir hier die Abby. Und natürlich Draculaura. Und wir haben hier einmal Flora. Wir haben hier die Twyla. Nochmal die Draculaura. Und nochmal die Draculaura. Zentrieren, verkleinern, anpassen. Okay. Ich glaube, eines der besten Dinge war auf jeden Fall das hier. Dann kann sie das jetzt mal malen. Okay, ach so, nee, sie muss ja gar nicht malen. Upsi, dupsis. Okay, dann üben wir jetzt mal fleißig mit dem Sam und hoffen, dass er es dann packt, ne? Ich glaube, vielleicht, wenn die Fernbedienung hier voll ist, ich habe da früher immer Fernbedienung dazu gesagt und meine Freundin, vielleicht, wenn diese kleine Fernbedienung dann hier voll ist, schafft er es, weil momentan schafft er es nicht. Aha, sehr schön. Na wenigstens hat Sam heute nicht alles kaputt gemacht. Die Spüle hat sich ganz von selbst aufgegeben, aber Thomas war so nett, vorbeizukommen und seine Hündin Lila mit, vorbeizukommen und ein paar Dinge für mich zu reparieren. Hat auch seine Hündin Lila mitgebracht. So konnte Sam wenigstens ein paar Kalorien abtrainieren. So, Zeit fürs Bett. Morgen ist schließlich auch noch ein Tag. Okay. Hier hat er ja die Spüle repariert. Da haben wir Stöckchen holen gespielt mit der Lila. Dann hat er uns noch ein Geschenk gegeben. Dann hat es Sam endlich geschafft. Okay, Glückwunsch, du hast die Story Mitternachtsmaskenball freigeschaltet, die dir nun im Hauptmenü zur Verfügung steht. Begleite Stefan Lommel auf seinem Lebensweg, aber vergiss nicht, dass auch Alice noch deine Hilfe braucht. Das machen wir dann. Nein. Nein. Das. Warum macht die das? Warum macht die das? Jetzt sehen wir mal, wie es aussieht, wenn er drüber geht, hoffentlich. Ja. Ah, nein, er muss drauf balancieren. Okay. Ich dachte, er soll rübergehen. Ah, okay. Ich weiß einfach nicht genug, um Sam vernünftig zu trainieren. Ja, gut. Mal doch erstmal hier dann. Warte mal, war das Bild verschwinden? Nein. Weitermalen. Genau, fortfahren. Ach so, klar. Hier ist hier noch Zeitung. Mach mal die Zeitung erst weg und dann weitermalen. Gut, dann warten wir jetzt, bis ein neues Ziel. Ach, wieder Zeit für mich. Das heißt, wir können wieder hier in Ruhe rummalen. Aha, guck mal, da ist schon ihr Gesicht da. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was wir in die Sims, also als Bilder reinpacken sollen, das heißt, wollt ihr von Ever After High einen bestimmten Charakter oder von Monster High einen bestimmten Charakter? Oder von Winx Club einen bestimmten Charakter, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, damit wir das hier reinpacken können. Ich hoffe, dass ich das dann in der richtigen Größe finde. Wobei, das passt eigentlich ganz gut. Dann nehme ich einfach das hier als Vorlage und drücke es dann mir so zurecht. Das war ja jetzt nur auf die Schnelle. Da habe ich das jetzt einfach mal ausprobiert. Okay, einmal zu Abendessen bitte. Brenn es aber bloß nicht an Hamburger. Oder Hamburger. Burger. Burger. Oh, da sieht man auch, wie sie das macht. Und zwar nimmt sie das Fleisch, dann drückt sie es unsichtbar in ihrer Hand zusammen und legt es ab. Dann haben wir hier, ich glaube, das soll eine Zwiebel sein. Zwiebel, Käse und
Gürkchen im Glas. Okay, dann packt sie das jetzt einmal in die Pfanne. Oh, guck mal, hinter Gittern. Dann brenn das bloß nicht an, du. Aha, fertig. Das ging schnell. Ja, lecker, lecker. Oh, sie hat einen Cheeseburger. Okay. Gut, dann isst das mal. Muss der Sam auf Klo? Ja, das dachte ich mir schon. Gut, dann müssen wir den jetzt leider loben für von Simbad wegbleiben. Also erstmal das hier. Genau, das ist nämlich ein sehr, sehr guter Hund. Dann spazieren führen. Damit der liebe Sam noch auf Klo kann. Und sobald wir zurückkommen, baden wir den Sam noch. Sam waschen. Haben wir den Teller aufgeräumt? Nee, hat sie nicht. Muss sie noch machen. Okay. Und einmal hier rein. Sehr schön aufwischen. Die muss jetzt erstmal selbst aufs Klo. Dann darf sie den Teller aufräumen. Und bevor wir dann am Morgen mit Sam spielen, muss sie erstmal ins Bett gehen. Okay. Gut, dann warten wir jetzt. Ach, guck mal. Es sagt doch da, beste Freundin. Keine Ahnung. Keine Ahnung, du. Dann hoffe ich, dass sie wieder um 6 Uhr aufsteht. Dann können wir auf Klo gehen und mit unserem Hund spielen, weil, oder ja, spielen, weil der nämlich auch Aufmerksamkeit braucht, genauso wie wir. Gut. Oh, man kann den Träumen hören. Geh jetzt doch einfach mal baden, dann säubern. Genau. Dann, ja, spielen, toben. Das wäre doch jetzt einfach die beste Idee. Oh, der ist gleich mal in die Badewanne gesprungen. Ach so, ja, Kommando. Kauspielzeug benutzen, nach draußen gehen, komm her. Liebhaben, Bauchkraulen, Liebhaben, Streicheln, Liebhaben, Leckerchen geben. Damit wir das einfach alles mal auffüllen. Und streicheln. Nein, streicheln. Gut, dann halt nicht. Du machst heute zum Frühstück Fertiggericht. Wehe, du verbrennst das. Wehe. Napf auffüllen. Ach so, das ist ein Fertiggericht. Ja, nee, das wollen wir ja nicht. Das sieht ja. Das ist ja kein Gericht, Mensch. Das ist ja eine Dose mit Ananas oder eine Blume oder sowas. Nee, aufräumen. Frühstücken. Gefüllte Waffel. Dieses Mal gucken wir die aber an, die liebe Alice hier, damit die das ja nicht verbrennt. Gleich mal aus der Verpackung raus und hier rein, weiter zubereiten. Aha, fertig. Sehr schön. Naja, wie eine Waffe sieht das jetzt nicht so wirklich aus. Das sieht so ein bisschen nach Pappkarton aus. Mit kleinen Streuseln drauf. Und es ist gefüllt mit Pappkarton. Und es ist natürlich ganz, ne? Also die anderen Sachen sehen da schon leckerer aus in die Sims. Okay. Gut, dann abspülen. Und dann kannst. Nein! Ach, wieso klicke ich das immer? Normalerweise ist es fortfahren oben. Oh, okay. Am besten gehe ich heute ins Einkaufszentrum und besorge mir ein Magazin über Hundetraining. Mir ist jedes Mittel recht, um Diana zu schlagen und mein Haus zu behalten. Gut, dann. Ich muss ein Taxi rufen, um ins Einkaufszentrum zu kommen. Genau, weil in diesem Spiel hat es keine Autos, wie ich sehe. Oder vielleicht hat es Autos. Wer weiß. Taxi rufen. Alice. Oh. Recyceln und recyceln. Okay. Ja, ne? Toll. Jetzt gucken wir mal. Einkaufen gehen. Wo den Taxi rufen? In diesem Fall brauchst du Sam nicht wählen. Also einfach Alice und warte.
Wähle dann das Vista Einkaufscenter. Gut, dann nochmal Taxi rufen. Das ist ja ganz schnell da. Alice. Vielleicht sollten wir das auch auffüllen. Einkaufszentrum Vista. Okay. Ja, Vista Einkaufscenter. Huch. Sei schön brav, Sam. Ich bin bald zurück. Ja, dann hoffen wir mal, dass er nicht alles zusammennagt. Wie so ein kleiner Hamster, nur dass der nicht an Möbeln nagt. Und, ja. Dann laden wir jetzt, und zwar das Vista Einkaufscenter, mit einem komplett random oder komplett zufälligen Sim im Taxi. Okay. Du. Go ba ba bi ba bo ba. Oh. Oh nein, nicht schon wieder. So. Oh. Diana besitzt das Einkaufszentrum. Diana besitzt das auch. Doofe Diana, ne? Damit werde ich wohl leben müssen. Auf jeden Fall muss ich ein gutes Hundetraining-Magazin für Sam besorgen. Da kann man auch neue Klamotten kaufen. Hier hat's auch... Oh, jetzt Fische. Nee, da sind keine Fische drin. Aha, okay. Hier hat es Videospiele. Wie kann man Essen einkaufen? Was ist das denn? Ah, da kann man Chips einkaufen und ein Fertiggericht. Oder eine Soda oder so. Okay, wir wollen allerdings... Ach, da kann man sich umziehen mit dem Spiegel. Dann, das ist natürlich sehr schön. Okay, kaufen. Wir wollen ein Magazin kaufen. Aha, okay. Der Hund von heute, Workaholic, Speisenreisen und mehr, der Geldhai, das Teenie-Magazin, Superstars Today. Na dann wahrscheinlich der Hund von heute, der Hundeanzeiger, die Glamour, vier Pfoten, der goldene Welpe, die aktuelle Hundewoche und wie sie auch alle heißen. Kein anderes Hundemagazin hat dem Hundesitzer so viel Informationen zu bieten wie der Hund von heute. Auf der Suche nach gesundem und schmackhaftem Hundefutter oder den neuesten Trainingsmethoden. Der Hund von heute weiß Rat. Gut, dann nehmen wir mal den Hund von heute. Hallo, da ist die Kasse. Ach nee, das ist keine Kasse. Oh. Okay, gut, dann, dann halt nicht, ne? Ja, hier, ich möchte einmal das Hundemagazin kaufen. Dankeschön. Gut, super, ich habe ein Magazin gefunden, in dem genau die Informationen stehen, die ich suche. Jetzt wahrscheinlich wieder nach Hause. Erstmal auf Klo. Klo. Ist das das Frauenklo? Nein, das ist das Männerklo. Oh, Alice, hallo. Oh, hallo. Thomas, hi, was machst du denn hier? Ja, über Hunde reden. Ich brauchte ein paar Bücher und noch ein paar andere Sachen. Ich wollte dich später anrufen. Oh. Ich musste ein paar Dinge erledigen. Bist du hungrig? Ich habe noch nichts gegessen und verhungere fast. Nicht wirklich. Ja, ich könnte auch etwas vertragen. Dann lass uns doch zum Imbiss Simoleon gehen. Das Essen dort soll wunderbar sein und außerdem gehört es nicht Diana Boteco. Ja, kannst du gleich hingehen. Du musst aber erstmal auf Klo jetzt. Zum Imbiss gehen. Kann man da hinlaufen? Nee, ich glaube, da müssen wir hinfahren, weil hier ist kein Imbiss. Hier gehört ja alles Diana. Dann Taxi rufen und dann nehmen wir den anderen Sinn mit. Ach ja, der hat so ein kleines Ding da. Geh mal weg jetzt. Dankeschön. Imbiss Simulion. Was macht der denn? Oh, ein Kätzchen. Ich bin auch so ein Kätzchen. Oh. Ich bin auch eher so ein Kätzchen-Fan, wollte ich gerade sagen. Oh,
Meine Katze hat mich noch nie sehr böse gekratzt. Also so zum Spaß kratzen schon, aber böse gekratzt hat sie mich noch nie. Wo geht denn der jetzt hin? Komm doch ins Taxi jetzt. Sag mal, geht der noch spielen? Was für ein Typ, ey. Guck mal, Taxi hier. Warte, warte, ich muss noch zocken. So ungefähr. Okay. Jetzt sind wir im Imbiss Simoleon. Oh, und er gehört nicht Diana, wie wir schon mal sehen. Und Diana. Und an dieser Stelle mache ich eine Pause, weil ich sehe euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, falls sie euch gefallen hat. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben. Hatten wir heute eine Frage? Wir hatten keine Frage. Ach doch, vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, was für Bilder ihr sehen möchtet, das unsere liebe Alice malt. Also was ich in die benutze, identifizierte Folder. Datei-Dingensbummens packen soll. Und schreibt einfach die Charaktere rein, die ihr sehen wollt, in die Kommentare. Und ich versuche dann ein Bild davon zu finden. Und ja, das war's jetzt von mir. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss!